Hallo, grüß Gott, sehr verehrte Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Vortrag Affinity Photo für Einsteiger und Umsteiger. Umsteiger ist gemeint von Photoshop zu Affinity Photo. Leider hat Affinity Photo keinen Fotomanager und darum starte ich jetzt hier mit diesem Fast Stone Image Viewer. Hier kann man wunderbar den Verzeichnisbaum von Microsoft nutzen und die Bilder so ablegen und auch verwalten. Ich möchte heute mit Ihnen zwei Bilder bearbeiten. Das eine ist dieses hier, aus dem Bild soll dieses hier werden. Es gibt gewisse Unterschiede. Und dann das zweite Bild hier soll zu dem Bild werden. Ja, damit ich fange gleich an. Und zwar rechte Maustaste mit externen Programm bearbeiten, kann ich rüberschieben, Affinity Photo oder Kürzel E. Und wir gehen als erstes in den RAW Converter. Der RAW Converter heißt hier Develop Persona. Das sind hier 5 Personas und wir starten mit dem Develop Persona, entspricht einem RAW Converter. Wir sehen einmal das Bild, oben das Histogramm. Man sieht hier Histogramm, ja, es ist links, es ist gut, rechts ist es sehr stark an den rechten Rand gequetscht. Können wir ein bisschen zurücknehmen. Ich begnüge mich jetzt erstmal mit den Einstellungen. Das Histogramm zeigt mir ja links die Tiefen und rechts die Lichter an. Bei den Lichtern gibt es eine Warnung. Und die möchte ich ein klein bisschen zurückgeben. Ich schau mal, was habe ich denn da? Also die Lichter, die Helligkeit könnte ich vielleicht ein bisschen zurücknehmen. Ja, so. Ist zwar die Warnung noch da, aber hier unten läuft es ganz gut aus. Und das Bild selbst gefällt mir auch noch. Was sollte man überhaupt hier im RAW Converter machen? Günstig ist natürlich, wenn man zum Beispiel ja, die Tonwertspreizung hier im Histogramm voll macht, die Belichtung natürlich ein bisschen anpassen, die Klarheit kann man gut mal anpassen, die Sättigung selbst, da arbeite ich wenig, ich mache mehr mit der Leuchtkraft, vergleichbar mit der Dynamik und dann natürlich den Weißabgleich. Man kann hier sehr einfach den Weißabgleich einstellen. Wir haben jetzt 5000 und 1 Kelvin, Weißabgleich wird ja die Farbtemperatur wird in Kelvin angegeben. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal die Möglichkeit, dass ich hier verstelle. Man sieht sofort oben am Histogramm bzw. im Bild, dass sich da was verändert. Wenn es mir nicht gefällt und ich möchte wieder zurück, Doppelpunkt und dann habe ich die originale Einstellung wieder. Das der eine Weg, der zweite wäre hier, da habe ich eine Pipette, Weißabgleich. Das geht jetzt allerdings hier nicht, weil ich bräuchte eine graue Fläche, die ich anklicken kann, eine schwarze oder eine weiße und danach kann er mir den machen. Wenn ich jetzt draufklicke, wird es nichts Gescheites. Also wir sehen, das passt hinten und vorne nicht. Also gehen wir wieder zurück. Was macht man noch? Schatten und Lichter könnte man machen. Profile, schauen wir mal, was dahinter steckt. Ich habe sRGB eingestellt und das passt. Das ist ein Standardprofil und ich nehme das immer her. Objektiv, da kann man sehen, welches Objektiv er erkannt hat. Das ist mein Makroobjektiv und er hat sofort die Korrekturen dafür durchgeführt. Wenn es nicht vorhanden ist und man kann es nicht laden, dann besteht auch die Möglichkeit, diese ganzen Schieber von Hand zu regeln und soweit, bis es passt. Ja, hier gibt es noch weitere Einstellungen. Details, da kann man das Rauschen entfernen. Oder bei Details verbessern die Schärfe. Braucht man aber jetzt hier auch alles nichts. Das wäre jetzt zu viel. Es passt hier gut und darum gebe ich jetzt schon das Bild zu Photoshop rüber. Das heißt, ich komme von der Develop-Persona rüber zur Foto-Persona. Das dauert ein Weilchen.
So, jetzt haben wir es. Man sieht die Oberfläche, links wieder die Werkzeuge, oben ein paar Einstellungsmöglichkeiten und rechts die Paletten. Die nennt man hier Studio. Wenn man die ändern will, geht man oben auf Ansicht, auf Studio und dann sieht man sofort, welche Paletten ausgewählt sind und welche was sichtbar ist. Wenn man kann hier die Haken wegnehmen oder neu dazunehmen und dann kann man sich neue Möglichkeiten schaffen. Ich habe hier die Standardeinstellung gelassen. Noch ganz kurz hier oben, da sind wieder die Personas, Fotopersona, Liquify Persona. Damit kann man irgendwas aufblasen oder einschrumpfen. Zum Beispiel, man kann bei Personen die Augen vergrößern oder den Bauch ein bisschen kleiner machen. Ja, dann ist hier Develop Persona, das ist der RAW Converter, in dem waren wir gerade. Und es gibt den Tone Map, die Tone Mapping Persona. Damit kann man zum Beispiel aus einem Bild ein HDR-Look hinzufügen. Und zum Schluss die Export Persona, wenn man irgendwas verschicken will. Mit diesen vier Reglern oder Möglichkeiten können wir ein JPEG-Bild verbessern. Wenn man nämlich ein JPEG-Bild öffnet, dann kommt man nicht in diesen Develop-Persona rein, sondern es öffnet sich gleich diese Foto-Persona. Und wenn es noch nicht richtig gut ist, dann kann man hier sehr schnell automatisch eine Verbesserung erzeugen. Gut gefällt mir auch hier die Markierungsmöglichkeiten oder die Auswahl umkehren. Das ist sehr praktisch. Dann hier ist eine Quick Mask, ein Magnet, damit man Linien, wenn man Linien drin hat, damit man da schnell reingehen kann. Man kann es aus- und einschalten, was sehr praktisch ist. Hier ein Assistent und dann noch ein paar die Ebenen verschieben. Die Paletten für Studios. Hier oben gibt es auch noch Reiter, also ich kann mir auch Recorder, damit kann ich die Makros machen. Die Makros passen zum Beispiel, die sind eigen. Makros, da kann man Schritte, Bearbeitungsschritte aufzeichnen, vergleichbar mit Aktionen in Photoshop. Aber die Aktionen, die kann man nicht hier auf Photoshop übertragen, weil doch diese Bearbeitungsbefehle etwas unterschiedlich sind, die passen nicht. Aber was ein großer Vorteil ist, zum Beispiel Pinselspitzen oder Filter und so weiter, die man sich schon mal für Photoshop gekauft hat, die gehen hier also allermeistens genauso, funktionieren alle. Also vieles funktioniert, was auch in Photoshop geht, kann man hier mit benutzen. Aktionen gehen zum Beispiel nicht. Hier haben wir Farbpanel, aber ich nutze jetzt meistens das Histogramm. Hier unten weiter, das ist die nächste Palette, da hat man zum Anpassungen, hier hat man die Ebenen. Dabei bleibe ich jetzt gleich mal. Die Ebenen, wir haben hier erstmal nur eine Ebene, ist als Hintergrundebene angegeben und mit einem Schloss gekennzeichnet. Dieses Schloss kann ich natürlich wegnehmen, wenn ich draufklicke, aber ich lasse es und ich mache mal mit Steuerung J noch eine zweite dazu. Ich habe jetzt eine Kopie erstellt von der unteren Ebene und damit kann ich alle Werkzeuge drauf anwenden. Ja, ich arbeite immer gerne mit einer neuen Ebene und die unterste, die behalte ich mir, weil ich dann immer vergleichen kann, wie ist der Unterschied zum Original. Hier unten kann ich mir dann noch Masken und einige Werkzeuge und neue Ebene einblenden. Ganz unten habe ich dann noch Navigation, also ich kann das auch größer machen und kann in dem Bild rum navigieren und mir das genauer anschauen. Wenn ich jetzt sagen will, ich möchte es jetzt wieder einpassen, das Bild, mache ich mit Steuerung und 0 oder auf dem Mac mit Command und 0, also Steuerung und Command, das sind immer gleich. Ich arbeite hier am Windows, darum sage ich immer die Windows-Befehle. Ja, oder wenn ich sage, ich möchte jetzt 100% haben, Steuerung 9, habe ich hier die Anzeige 100%. Diese 100%-Ansicht ist zum
Beobachten oder zum Betrachten für die Schärfe, für die Farbübergänge sehr wichtig, weil da nichts skaliert, nichts umgerechnet werden muss und es schleichen sich keine zusätzlichen Fehler ein. Steuerung 0. Ja, dann wichtig ist noch das Protokoll. Damit kann ich alle Bearbeitungsschritte sehen, die ich gemacht habe und kann auch wieder zurückgehen hier. Nun werden wir uns aber ein bisschen mit dem Bild befassen. Und zwar, was will ich denn überhaupt machen? Also wenn ich jetzt ein Bild so vor mir habe, dann schaue ich mir das Bild an und sage, was gefällt mir nicht? Wie könnte ich es mir vorstellen? Was muss ich ändern? Ja, der Ausschnitt ist mir zu groß. Ich würde einen engeren Ausschnitt nehmen. Dann wäre es natürlich schön, wenn diese Öltropfengruppe ein bisschen höher wäre. Also ich werde es jetzt hier raufschieben und den einzelnen hier, den schiebe ich hier rüber. Und sowas kann man natürlich nicht mit Lightroom oder mit Programmen machen, mit RAW-Convertern machen. Man braucht dann schon Ebenen und es geht natürlich mit allen anderen Programmen, die Ebenen haben, genauso. Also es geht mit Photoshop oder GIMP, geht das alles sehr, sehr ähnlich oder fast genauso. Und was ich noch zum Schluss machen möchte, ich habe hier so Fusseln drin. Das ist jetzt natürlich die beiden Bilder, die ich gewählt habe, muss ich dazu sagen. Das sind jetzt nicht meine optimalsten Bilder, aber man kann sehen, wie könnte ich so ein Bild verbessern oder was kann man damit machen. Wenn ich ein gutes Bild zeige, dann mache ich da natürlich nicht mehr viel dran. Also, was mache ich hier? Bevor ich es zurechtschneide, will ich erstmal meine Tropfen an die Position schieben, wie ich es mir vorstelle. Ich gehe hier auf meine Werkzeugleiste und habe hier an den Dreiecken, kann ich auch noch mehr sichtbar machen. Ich nehme jetzt mal das Auswahlwerkzeug und mit meinem Scrollbalken von der Maus kann ich reinscrollen oder rausgehen. Und wenn ich die Leertaste drücke, kriege ich ein Handwerkzeug und kann mir das Bild ein bisschen zurechtschieben. Also, ich arbeite auf der oberen Ebene, die untere möchte ich jetzt nicht verändern. Das ist übrigens ein Fehlerpunkt, den man sehr oft macht, dass man auf der falschen Ebene gerade arbeitet und wenn irgendwas nicht funktioniert, wie man sich das vorstellt, dann sollte man immer mal schauen, bin ich denn auf der richtigen Ebene. Gut, mit der linken Maustaste ziehe ich jetzt einfach einen Rahmen rum. Es ist jetzt ein Auswahlrahmen. Man erkennt ihn daran, dass so eine, wie so ein Mäuschen, so umlaufende Mäuschen da entstehen. Und die weiteren Bearbeitungsschritte, die gehen jetzt nur auf den Bereich innerhalb der Auswahl. Das muss man wissen, wenn man mit Auswahlen arbeitet. Was ich jetzt mache, ich mache mit STRG C für Copy und STRG V wieder einfügen, mache ich mir eine zusätzliche Ebene. Ich sehe jetzt, es ist hier eine weitere Ebene entstanden. Man kann die auch, wenn ich da draufklicke, die neu beschriften, damit man, wenn man viele Ebenen hat, ist das immer gut. Oder wenn eine andere Person später weiterarbeitet, ist immer gut, wenn man beschriftet, damit der weiß, wo liegen die Ebenen. Es vereinfacht die Arbeit. Ich sage ihm einfach mal 5 Tropfen. Okay. Umbenannt. Und dann mit dem Verschieben-Werkzeug, V oder das Pfeilsystem, schiebe ich meine neuen Tropfen dahin, wo ich sie haben will. Also ich sage, ja, hier wird es mir reichen. Da passt es. Ich gehe mal aufs Handwerkzeug. Jetzt will ich noch diese umlaufende Linie wegmachen, die Auswahl aufheben sozusagen. Das könnte ich hier mit Auswahl oder mit STRG D machen. Da ich immer die Tastenkürzel nehme, mache ich das mit STRG D. D steht für Deselect. Und schon ist dieser Auswahlrahmen entfernt. Oh, wie jetzt sehe ich aber, so wirklich gut passt der Farbübergang ja nicht. Zum Glück hat Affinity die Möglichkeit, dass man auch die Blend-Modis benutzen kann. Und ich schaue da mal rein. Ihr seht sofort, wenn ich da ein Multiplizieren jetzt auswähle, ändert sich so die Farbe und dunkle Farbe. Da bleibe ich doch gleich dabei. Man sieht keinen Rand mehr zu vorher.
Also nochmal, ich könnte jetzt da zurückgehen mit meinem Auswahlschritt. Hier habe ich die Ränder im Blendmodi weg. Das passt doch ganz gut, oder? Lasse ich hier so. Als nächstes, die Position gefällt mir auch. Ich könnte natürlich die Position jederzeit noch verschieben. Als nächstes möchte ich diesen großen Tropfen hier raufschieben. Dazu muss ich natürlich die richtige Ebene wieder anwählen, denn wenn ich die beiden jetzt mit dem Hacken, kann man die unteren Ebenen ausblenden, dann sehe ich, ja, diese, was ich vorher kopiert und eingefügt habe, das ist nur die kleine, ist nur der kleine Schnipsel, und da ist weiter unten der große Tropfen, der ist gar nicht drauf. Zur Info, dieses Schachbrettmuster im Hintergrund deutet hin, dass es eine transparente Ebene ist. Also ich brauche jetzt weiterzumachen, brauche ich die Hintergrundebene. Ich wähle die an, die blaue, das blaue Zeichen sagt jetzt, die Hintergrundebene ist aktiviert, und damit kann ich hier meinen großen Tropfen auswählen. Es ginge jetzt mit dem gleichen Auswahl, mit der gleichen Auswahl wie vorher, aber ich will ein bisschen mehr zeigen, und darum nehme ich mal den Auswahlpinsel. Der funktioniert ein bisschen anders, aber wird auch oft gebraucht und funktioniert wirklich gut bei Affinity Photo. Also, wenn ich so ein Werkzeug anklicke, dann seht ihr, ändert sich hier oben die Zeile darüber. Und in dieser Zeile kann ich natürlich noch die Anzahl oder die Eigenschaften ein bisschen verbessern. Hinzufügen, subtrahieren steht da, die Größe an Kante ausrichten, weiche Kante und verfeinern. Ja, was mache ich? Ich brauche, das passt eigentlich alles. Die Größe könnte jetzt ein bisschen größer sein, brauche ich aber jetzt nicht. Die Größe würde mir passen. Ich kann einfach mal reinklicken und schauen. Oh, sofort erfindet er die Kanten, und es ist fast perfekt ausgewählt. Nur in der Mitte, wo der Kontrast fast gleich ist, da tut er sich ein bisschen schwer. Aber es funktioniert schon viel besser wie bei Photoshop. Der kommt damit gar nicht zurecht. Und ja, so könnte es mir schon fast reichen. Es gibt die Möglichkeit, die Kanten noch zu verfeinern. Dazu gehe ich hier auf diesen Button, und schon habe ich das Verfeinern-Werkzeug angezeigt. Ich bin jetzt hier in Overlay-Modus, und ich kann auch die Vorschauen noch ein bisschen verändern. Zum Beispiel mit schwarzem Hintergrund. Dann sehe ich, aha, da gibt es ein bisschen Probleme. Oder kann ich es besser sehen in weißen, mit weißem Hintergrund auch, ist gleich. Macht jetzt keinen wirklichen Unterschied aus, dann in Schwarz-Weiß, so in Maskenversion. Oder ich nehme es transparent, dann sehe ich eben, wie es später wird. Und ich habe hier eine transparente Ebene. Wenn ich da jetzt schon die Hintergrundebene drunter gelegt hätte, wo ich später einfügen würde, dann könnte ich sofort in Live sehen, wie sieht es dann später aus. Haben wir jetzt hier nicht. Und darum nehme ich wieder einfach den schwarzen Hintergrund. Ich versuche mal noch ein bisschen mehr rauszuholen. Vielleicht geht es ja mit der Randbreite. Das ist in erster Linie jetzt mal zum Vorführen. Da sieht man, er schaut dann einfach in einem größeren Bereich, wenn ich die Randbreite verändere. 7 oder 10% ist hier ganz gut. Bei dem Glätten, dann nehme ich immer ein klein bisschen rein. Also sagen wir, ja, 1 und 1,5 ist schon zu viel. Also 1 oder 1 Pixel oder darunter wähle ich da. Aber es ist mal von Fall zu Fall ein bisschen unterschiedlich immer. Dann, ihr seht, er rechnet sofort nach und zeigt das Ergebnis. Die Ausdehnung, damit kann ich meine Auswahl nach links verkleinern, nach rechts würde ich sie vergrößern. Aber passt hier, darum lasse ich sie. Hintergrundmaskierung, damit ich kann hier mit dem Pinsel oder mit dem Zeiger, mit dem Kreis darum gehen und die Kanten nochmal verbessern. Mit Vordergrund. Damit würde ich sagen, hol mir den Vordergrund zurück, und das mache ich als erstes. Ich will ein bisschen ihm sagen, nimm ein bisschen mehr von dem Vordergrund. Dann probiere ich mal aus, was er mir da ausrechnet. Ja, es war schon fast ein bisschen zu viel. Also gehe ich dann
auf dem Hintergrund. Damit sagt er, er jetzt umgedreht, weniger vom Vordergrund, ein bisschen mehr vom Hintergrund. Gut, ich gehe nochmal am Hintergrund. Zu nah brauche ich da gar nicht rangehen. Ja, so wird es mir reichen. Und auf der linken Seite, da habe ich ja den Vordergrund noch gar nicht rausgeholt. Ich nehme da nochmal Vordergrund. Lassen rechnen. So wird es mir reichen. Mit der allgemeinen Hintergrundmaskierung kann ich die anderen Bereiche, ich gehe da einfach mal rum und schaue, kannst du die Kanten noch ein bisschen verbessern? Ja, man sieht eigentlich keinen wirklichen Unterschied jetzt hier, aber wahrscheinlich macht das noch ein bisschen besser. Okay. Ja, so soll es mir einfach reichen. Man kann natürlich zu Hause, wenn man mehr Zeit hat, das noch machen, aber da ich ja hier mit einer Stunde ziemlich knapp bin an der Zeit, lasse ich es. Es soll mir reichen. Ich will jetzt auf die Ausgabe noch eingehen, nämlich ich kann es sagen, es soll als Auswahl rübergespielt werden, als Maske, neue Ebene oder Ebene mit Maske. Ich wähle das letzte aus und dann gucken wir mal, was er macht. Er müsste mir jetzt eine neue Ebene drüber legen. Ja, hat er auch. Das ist jetzt meine Auswahl. Ich sehe jetzt natürlich darunter, weil die Ebene darunter ausgeschaltet ist, sehe ich nur, was er jetzt ausgewählt hat. Und das finde ich schon ganz gut. Ich gehe mit Steuerung 0 wieder rein und lasse die ganze, das ganze Bild wieder anzeigen. Und jetzt möchte ich diese Ebene, die ich neu gemacht habe, ich wähle sie nochmal um und sage im Eintropfen, mache ich eine neue Ebene und mit meinem Verschieben-Werkzeug habe ich diese Ebene jetzt angewählt und kann sie darüber schieben. Ich könnte natürlich auch jetzt noch skalieren, wenn ich da rechts reingehe, kann ich die Größe oder kleiner machen, aber ich lasse die Größe, die passt eigentlich ganz gut und schiebe sie an die Position hin, wo ich sie haben möchte. Mir würde sie hier vielleicht ganz gut gefallen. Okay. Soll passen. Und für die weiteren Schritte werde ich mir die obere Ebene anwählen und ich mache aus all den Ebenen, die ich bisher erzeugt habe, mache ich eine neue Ebene. Mache ich auch mit Tastenkürzel, nämlich mit Shift, Steuerung, Alt und E eine neue. So, dann könnte ich die unteren ausschalten und man sieht trotzdem das Bild, so wie es bisher bearbeitet ist. Der Grund ist der, wenn ich nämlich dann sauber mache, dann kann es sein, wenn ich da bin, dann, dass ich die richtige Ebene gar nicht erwische und das funktioniert nicht. Hier habe ich alle Ebenen vereint, da passt es. Ausschneiden, croppen auf Englisch oder C, kriege ich das Crop-Werkzeug oder das Ausschneiden-Werkzeug. Ich gehe jetzt darüber und kann da frei alles frei machen, wie ich will. Ich will aber gerne mein Format beibehalten, also gehe ich Modus von uneingeschränkt auf Originalverhältnis. Die Kamera hat mir ja Format 3:2 ausgegeben und das will ich beibehalten. Und ich mache jetzt ein bisschen kleineren Beschnitt und mal schauen, vielleicht. Ja, könnte so ganz gut aussehen. Es gibt auch die Möglichkeit, gleich zu drehen, das Bild zu drehen, hinzuschieben. Ja, so soll es gut sein. Ich möchte jetzt noch das Ganze für die Ausgabe, das Bild für die Ausgabe optimieren. Also diese Fusseln wegnehmen und die Schmutzteilchen, die da drin waren, die sammeln sich in der Zeit, mit der Zeit da an. Wenn man ich habe da zum Beispiel so ein Blatt genommen zum Scharfstellen, was offensichtlich wo ein paar Staubflocken drauf waren und die sieht man dann hier sofort. Mit Makro sieht man halt leider gleich jeden Schmutz und den muss man dann möglicherweise später rausnehmen. Okay, wie mache ich das? Ich habe da so ein Restaurieren-Werkzeug.
auch hier so ein Dreieck. Dahinter verstecken sich noch mehr Werkzeuge, Reparaturpinsel, Flecken entfernen, Schönheitsfehler. Aber bei mir ist Restaurieren das Richtige. Und ich scroll wieder rein. Will mal dieses Fusselteilchen wegnehmen. Es ist ein bisschen, der Pinsel ist mir jetzt ein bisschen zu groß. Ja, ich könnte hier oben, da habe ich auch die Deckkraft nur 85%. Ich klicke hier drauf, da brauche ich natürlich 100%, weil sonst wird mir, sonst ist es immer noch durchscheinend. Härte, das ist der Rand von außen nach innen. Ich stelle die Größe und die Härte mal ein. Also die Größe, den Durchmesser könnte ich hier einstellen und die Härte hier. Aber es gibt auch mit Steuerung Alt und linker Maustaste, kann ich die Größe verschieben, indem ich von links die Maus von links nach rechts ziehe und den Innen, den Durchmesser nach oben und unten. Und der Bereich zwischen inneren und äußeren Kreis ist der Verlauf, das läuft dann ganz weich aus, wenn man da ein bisschen Bereich reinmacht. Aber in erster Linie brauche ich es einfach nur kleiner. Okay, das ist jetzt mein Durchmesser und was habe ich gemacht? Arbeite auf der richtigen Ebene, habe das Werkzeug angeklickt und dann schauen wir mal, wie er reagiert. Ich sage ihm mal, das möchte ich jetzt weghaben. Ja, schon ist es weg. Funktioniert. Und dann haben wir hier nochmal so ein Fussel. Auch diese, alles was so am Rand ist, das möchte ich entfernen. Das sieht einfach nicht gut aus, wenn das so komisch angeschnitten ist. Es schaut nicht besonders gut aus, das hier auch nicht. Das mache ich jetzt nur ganz schnell. Zu Hause würde ich mir da mehr Zeit lassen. Auch das hier gefällt mir nicht. Und dann haben wir hier nochmal einen Fussel. Also für Demonstrationszwecke ist das Bild optimal, weil da ist alles drauf, was man so verfeinern kann. Hier, das muss natürlich weg. Es schaut wie so ein Äderchen im Auge aus. Und das kann Affinity Photo sehr gut. Funktioniert übrigens auch im Photoshop damit sehr gut. Ja, das, sowas geht mit Photoshop auch sehr gut. Also die beiden Programme geben sich nicht viel. Nur Photoshop ist halt viel teurer. Ist eine Verkauf, also in der Cloud-Version kostet das viel mehr. Jetzt habe ich zu viel gemacht. Mit Steuerung Z komme ich wieder zurück, einen Schritt zurück. Zack, zack. Und wenn ich dann fertig bin, dann überlege ich mir, wie will ich das Bild denn ausgeben? Steuerung 0 zeigt es mir wieder an, wie will ich es ausgeben? Will ich es als Bild an die Wand haben? Will ich es auf dem großen Bildschirm haben, fürs Handy oder nur für YouTube oder fürs Web? Und ich will es jetzt auf mein Handy haben und mein Handy hat eine Auflösung von 2160, die längere Seite. Und jetzt schaue ich mal, mit Steuerung Alt und E kann ich mir die Dokumentengröße anzeigen lassen. Die ist hier 3679 Pixel. Ich klicke da drauf und sage ihm fürs Handy 2160 und da herüben natürlich im richtigen Verhältnis habe ich dann sofort angezeigt. Bilinear ist okay, Neuberechnung jetzt, dann Größe ändern und schon, ich sehe es hier oben, das hat sich geändert hier, es ist ein Unterschied da. Also da habe ich 28, ist viel größer. Geändert, ein kleineres Bild, ist die Fläche belegt dann 47,9%. Hier brauche ich eigentlich keine Schärfe, aber es gäbe die Möglichkeit, ich zeige mal, wie es geht. Scharf zeichnen, unscharf, maskieren, wäre hier die Schärfe zu übergeben und geht ganz einfach, indem ich den Radius einstelle, Faktor, Schwellenwert, und anwenden. Schon hätte ich es geschärft. Jetzt möchte ich es ausgeben, ich möchte es abspeichern. Üblicherweise Datei, Speichern unter. Affinity Datei, sagt immer da. Wenn ich da draufklicke, sehe ich, oh, aber es gibt nicht mehr. Ganz kurz, Affinity Datei, wenn ich es so abspeichere, gibt es eine sehr große Datei, belegt
viel Speicherplatz. Der Vorteil, ich habe alle Bearbeitungsschritte, alle Ebenen mit drauf, die ich haben möchte. Wenn ich jetzt am nächsten Tag weiterarbeiten will, dann speichere ich so ab. Dann kann ich abspeichern und wieder öffnen und ich kann ganz normal weiterarbeiten. Bei mir ist es aber so, eigentlich will ich es als JPEG weitergeben. Und da gibt es noch eine Möglichkeit, nämlich exportieren. Ah, da bin ich richtig. Hier habe ich alle meine Exportmöglichkeiten. JPEG ist schon angeklickt. Die Größe ist auch schon, habe ich vorher schon gewählt. Die Qualität kann ich hier eingeben. Das ist die Kompression, aber 85% ist ganz gut. Und ich sehe jetzt, von ursprünglich 42 Megapixel in der RAW-Datei bin ich jetzt runtergekommen auf 112 Kilobyte. Und das mit einer sehr guten Qualität. Also es funktioniert schon super. Exportieren, und dann will er noch wissen, wohin. Auf der Festplatte soll ich es speichern. Wie soll mein Name sein? Ich gebe hier mal Test an. Sag ihm Test und es soll eine JPEG-Datei sein. Passt. Speichern und dann hätte ich schon auf meiner Festplatte drauf. Das müsste eins von denen sein. Das ist Test, die ist es. Und wir sehen 113 Kilobyte und dieses Bild. Und wenn ich es aufmache, ist beste Qualität. Man sieht keine Abrisse, die Farben, alles passt genau, so wie ich es entwickelt habe. Und das in der kleinen Größe. Das wäre jetzt dieses Bild. Ich wollte ja eigentlich noch das Schwarz-Weiß-Bild bearbeiten. Wer nicht mehr will, kann aussteigen. Die anderen können sich das zweite Bild noch anschauen. Also E und schon wird es rübergegeben. Ja, Schwarz-Weiß-Bild, fast Schwarz-Weiß-Bild. Nichts Besonderes. Was soll man da draus machen? Ich bin wieder im RAW-Entwickler gelandet hier und schaue mir das Histogramm an. Links und rechts ist der Tonwertumfang nicht optimal ausgenutzt. Also das will ich noch. Und außerdem, ich möchte es drehen. Ich will es gleich drehen. Hier oben kann ich es drehen. Und ich gehe hier auf Einfach und will den Schwarz- und den Weißpunkt ein bisschen verschieben. Zieh darüber, das ist im Schwarz- und Weißpunkt ein bisschen besser wird. Es wird ein bisschen heller und wird ein bisschen besser. Und ich will auch noch bei dem Bild, weil es ein bisschen flau ist, die Schärfe ein bisschen verbessern. Also halt, das heißt, den Kontrast vielleicht ein bisschen erhöhen, die Helligkeit, Klarheit, helle Kontrast ein bisschen erhöhen. Weißabgleich, da brauche ich nichts. Die Optik, das passt alles gut. Und Details, da kann ich auch noch ein bisschen hier die Schärfe ein bisschen. Da rentiert sich's. Okay, so soll es reichen. So gefällt es mir und jetzt damit gehe ich rüber auf Entwickeln und es hat auch fast 42 Megapixel, dauert wieder ein bisschen zum Übergeben. Das Bild will ich jetzt weiter bearbeiten, indem ich erstmal den Ausschnitt wähle und dann ein Gesicht draus mache und zum Schluss noch einen Farbverlauf hinten dran hänge. Ja, mein Computer muss da ganz schön rasseln, fährt hoch. Da haben wir es. Als erstes den Ausschnitt. Ich mache wieder von ungeschränkt auf Originalverhältnis. Zack. Ich mache das alles jetzt ein bisschen schneller. So passt's. Dann haben wir hier ein Auge und dieses Auge möchte ich auf die linke Seite rüber kopieren und spiegeln, damit wir zwei Augen haben. Und dann wird das wie so ein kleines Gesicht. Als erstes, bin ja hier wieder auf meiner Hintergrundebene, die dupliziere ich erstmal und auf der arbeite ich weiter. Ich habe jetzt schon hier das Lasso, also die Freihandauswahl und mit dem Lasso, da
schaue ich mal, passt das alles? Passt alles? Dann gehe ich darüber, schneide mir das Auge aus. Jetzt ist es ist eine Auswahl erstellt und dann mache ich mir eine Kopie davon, Copy und einfügen, Steuerung. Jetzt habe ich zweimal aus Versehen drauf gedrückt, einmal reicht mir. Könnte ich jetzt hier wieder Auge drauf schreiben. Das ist das Auge. Und das werde ich jetzt hier rüberschieben, aber davor lege ich mir noch mit einer Hilfslinie fest, wo es denn sein soll, weil es tut, mit Hilfslinien tut man sich manchmal ein bisschen leichter. Ich will es ungefähr hier haben. So, dann schiebe ich es darüber. Vielleicht hier und ziehe das hier rüber. Ein bisschen höher. So wird es passen. So gefällt es mir. Steuerung D ist der Auswahlrahmen weg. Und diese Hilfslinie, die kann ich einfach wieder rausziehen oder auch mit hier oben mit Anzeigen kriegt man die wieder weg. Jetzt sehe ich den Rand aber sehr markant. Ich scroll mal ein bisschen rein. Ich sehe den Rand sehr markant und auch die linke Kante, das ist praktisch die hier, ist sehr abgeschnitten. Das gefällt mir noch nicht optimal, will ich ein bisschen verbessern. Ich gehe damit auf, hier zeige ich mir, gehe ich auf die obere Ebene und dann kommt noch das Klonwerkzeug hier oben, das passt alles. Aber was will ich? Ich will nicht nur auf der aktuellen Ebene arbeiten, sondern ich will mir auch die Pixel von der darunterliegenden Ebene eventuell rausholen, damit der Übergang besser wird. So, Klonwerkzeug, Deckkraft hoch, Ebene darunter. Ich gehe nochmal hier drauf, sage Ebene von hier aufnehmen. Gut. Ja, jetzt wird es ein bisschen besser. Zieh die. Also ihr seht, man vertut sich auch manchmal und es gelingt nicht immer so, wie man sich das gleich vorstellt. Aber man kann ja auch immer einen Schritt zurückgehen und wieder was anders machen oder überlegen. Und irgendwann klappt es dann schon. So, jetzt habe ich auf der linken Seite so ein bisschen weicheren Übergang gemacht und den Rest radiere ich jetzt mit der Maske weg. Die Maske ist nichts anderes als eine weiße Fläche und ich sage ihr, wo soll von der oberen Ebene was genommen werden und wo von der unteren. Nämlich weiß heißt, von der oberen Ebene die Pixel nehmen, wenn ich die an der Stelle, wo ich schwarz maskiere, wenn ich schwarze Farbe hier drauf male, dann sage ich ihm, nimm von hier, zeig hier die untere Ebene. Das mache ich aber mit dem Pinsel. Grundregel ist immer weiße Maske, schwarze Vordergrundfarbe, Pinsel. Deckkraft ungefähr die Hälfte und den Pinsel, den mache ich mir jetzt ein bisschen größer und recht weich. Und dann male ich auf der Maske den Rand ein bisschen weg. Und zwar so viel, wie ich meine. Und das sind hier dann, das sind diese Tricks. Und damit kann ich das so hinkriegen, dass man später gar nicht mehr erkennt, dass das überhaupt nicht reingehört. Und wichtig ist dabei, dass man den Rand des Pinsels sehr weich wählt. Mal schauen, ob schon reicht. Steuerung 100, es würde mir schon reichen. Sieht jetzt, wenn man das so einpasst und mit 100%, man erkennt schon fast nicht mehr. Reicht mir so, lasse ich. Ich gehe auf die oberste Ebene. Jetzt will ich noch einen Farbverlauf dahinter legen. Damit zeige ich das Verlaufswerkzeug. Als erstes mache ich mir eine neue Ebene hier mit dem Werkzeug, nenne sie als Farbverlauf. Farbverlauf. Ja,
Und auf der Ebene wende ich jetzt mein Verlaufswerkzeug an. Das ist dieses hier, Verlaufswerkzeug. Und hier oben habe ich meine Einstellungen. Da ist jetzt noch ohne, darum zeigt er nichts an. Ich kann hier verschiedene Verläufe wählen, Grundeinstellungen. Ich nehme linear, aber es ginge auch radial oder elliptisch oder konisch. Und dann zeigt er mir jetzt hier, der Verlauf soll von weiß nach grau kommen. Ja, so optimal finde ich es noch nicht. Ich fasse oben den an und sage ihm, ja, vielleicht hier, und den kann ich natürlich auch verschieben, ich will ihn so haben. Dann habe ich hier zwei Kreise. Der obere ist ein bisschen heller, der ist auch vorgewählt. Ich will die Farbe als nächstes ändern. Und ich sehe hier auch, der weiße, hier weiße Farbe, da will ich eine andere Farbe haben. Ich gehe mal auf Blau ein. Und schon hatte man hier, von hier aus, eine Farbe Blau gewählt. Mit dem Schieber kann ich den Verlauf auch noch verschieben. Soll schon passen, aber jetzt will ich da unten aber nicht so grau, sondern was anderes haben. Ich klicke hier nochmal rein und sage ihm, ja, da unten will ich eine andere Farbe haben, vielleicht gelb. Ja, schon habe ich gelb. Kann ich auch noch hinziehen, alles kann ich verändern und justieren. Also ist schon ideal. Da ist, in dem Punkt ist Affinity Photo besser wie Photoshop. Das geht bei Photoshop lang nicht so gut. Und jetzt möchte ich noch einen dritten Punkt einfügen, nämlich hier. Ich gebe noch eine dritte Farbe dazu. Vielleicht mit der Farbe. Ja. Gefällt mir. Aber ich sehe jetzt nur den Farbverlauf und nicht, wie er mit dem Bild zusammenwirkt. Er soll mit beides möchte ich angezeigt haben, damit versuche ich erstmal da mit Blendmodus, bringe ich die Farbe jetzt wieder durch und da suche ich mir was Schönes aus. Mal schauen, was passt da gut. Ja, ineinander kopieren nehme ich da jetzt, das gefällt mir soweit ganz gut. Ineinander kopieren und da sage ich ihm, ja, ich richte mir das jetzt so hin, wie ich es gerne hätte. Vielleicht so und so. Und hier kann ich auch noch ein bisschen verschieben. Ja, so kann ich die Übergänge einstellen. Also es geht alles bestens damit. Und ich könnte auch sagen, indem ich diese Farbverlaufsebene noch beeinflusse, zum Beispiel die Deckkraft, die könnte ich noch zurücknehmen. Ich kann dann feinstufig, also von 0 bis 100 kann ich ihm sagen, möchte ich den Farbverlauf noch justieren. Ja, ich lasse ihn so und es soll mir so passen. Abspeichern haben wir festgestellt, wenn ich es gleich speichern möchte, in Exportieren. Jetzt habe ich aber hier ein viel zu großes. Es ist einmal Hochformat und es ist viel zu groß. Ich kann auch hier reinklicken, sagen für mein Handy reicht mir 2160. Klicke es hier an, damit die andere Seite auch passt. 85% passt alles. Exportieren, wo soll es hin? Auf meiner Festplatte würde ich es hier hin kopieren, einen neuen Namen geben, vielleicht, ich sage es jetzt RR, und schon ist es abgespeichert. Ja, das war's soweit. Zum Lernen war dieser Kurs, das war ja nur eine Einführung, war viel zu schnell. Aber da gibt es ja von der VHS gibt's viele Kurse zu Fotobearbeitung und überhaupt für Fotografen gibt es sehr viele Lernkurse zu vernünftigen Preisen. Schaut da mal rein zu der VHS Nord und es gibt speziell für Affinity Photo gibt es natürlich auch Bücher, wo man das lernen kann. Es gibt Videokassetten, Lernprogramme und es gibt natürlich, wenn man so ein einzelnes Problem hat, auf YouTube Videos, um anstehende Probleme zu lösen. Also insgesamt ein sehr gelungenes Programm, finde ich, und eine totale Alternative zu Adobe Photoshop. Das war's von meiner Seite. Viel Spaß dann beim weiteren Bearbeiten eurer Bilder. Danke fürs Zuhören.